Ich hatte mal in einem anderen Video die App Hybrid Backup Sync vorgestellt und eigentlich wollte ich die jetzt auch in diesem Video benutzen, denn ihr seht hier unten, dass sie eine ganze Menge Cloud-Anbieter unterstützt zum Sichern. Nicht zum Sichern, weil Sichern steht links, rechts geht es um Synchronisierung. Und eine Sicherung beinhaltet immer eine Versionierung und das funktioniert leider nicht. Das Schöne ist, man kann zwar verschlüsseln mit der App auch auf die Cloud, es war ein bisschen umständlich, das einzurichten, aber es geht. Und ja, nur die Versionierung fehlt halt einfach. Und deshalb ist das keine wirkliche Sicherung. Und jetzt denkt ihr euch, ja, wie kann man denn in die Cloud sichern? Ist doch alles NSA. Und ja, ist es. Keine Frage. Deshalb müsst ihr clientseitig verschlüsseln. Das heißt, bevor die Dateien in die Cloud geschickt werden, muss verschlüsselt werden. Und das solltet ihr auch nicht zum Synchronisieren oder irgend sowas nehmen, sondern wirklich nur im Fall von einem Restore. Denn dann hat man örtlich getrennte Sicherungen. Und das geht auch zum kleinen Preis. Also zwei Anbieter will ich mal nennen, die sind hier unten auch nämlich dabei. Das ist einmal Backblaze, da bekommt man 5 Euro Unlimited Speicherplatz. Und HubiC, da bekommt man für 5 Euro im Monat 10 Terabyte, was ja für die meisten wohl auch Unlimited bedeuten dürfte. Der Nachteil dieser beiden Anbieter, das sind proprietäre Protokolle, das heißt, es geht kein SFTP. Soll uns aber nicht stören, wir gehen nämlich dazu mal auf das App-Center von QNAP. Ich habe hier den QNAP Club, oder QNAP Club, wahrscheinlich ist ein französischer Anbieter, eingefügt. Und hier sind dann ein paar Apps mehr drin, die man so braucht. Und ich möchte euch die App Duplicati vorstellen. Damit die läuft, muss als erstes einmal Mono installiert sein. Und dann Duplicati. Wer sich jetzt wundert, was das für ein App Store ist, der QNAP Club, dafür hatte ich auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich jetzt in der Videobeschreibung. Also einmal Mono installieren, dann Duplicati installieren und danach kann man Duplicati öffnen. Das sieht dann so aus. Ist eine ganz einfache Übersicht. Man geht dann einfach auf Sicherung hinzufügen, sagt hier neues Backup konfigurieren. Das kann ich jetzt irgendwie nennen. Gut ist hier, dass die Verschlüsselung quasi schon standardmäßig aktiv ist. Der schimpft jetzt hier über mein schwaches Passwort, ist mir aber egal. Als erstes muss man hier das Ziel definieren. Und da kann man sich jetzt entweder Standards raussuchen, was ich super finde, es unterstützt SFTP. Das kann zum Beispiel die Original QNAP App auch nicht zum Sichern. Und man kann hier auch proprietäre Sachen auswählen. Ich würde jetzt einfach mal Google Drive zum Demonstrieren auswählen. Zielpfad lasse ich so, wie es ist. Die Ort-ID lässt sich von Google holen. Dazu gebe ich quasi Duplicati frei für den Zugriff auf Google Drive. Muss ich hier das Konto auswählen. Lass das zu und jetzt bekomme ich einen Key. Und der fügt sich dann automatisch hier ein. Jetzt kann ich hier sagen, Verbindung prüfen. Werden im Anmeldeverzeichnis gespeichert? Nein, möchte ich natürlich nicht. Ich nenne das mal slash useful vid oder sowas. Mal gucken, ob das tut. Der müsste dann anlegen, den Ordner, den gibt es noch nicht. Wenn nicht, lege ich den schnell an. Ja, Ordner erstellen, sagt er sogar, super gut. So, Option für Profis kann man mal weglassen. Ja, Verbindung ist erfolgreich, genau. Gehen wir hier auf Weiter. Und jetzt kann ich hier meine Quelle auswählen. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Ordner Download. Der liegt unter Share, liegt das glaube ich hier immer. Genau, dann nehme ich mal den Download-Ordner. Hau den hier an. Genau, Filter und Ausschließen brauche ich nichts. Genau, also dann Zeitplan, ja, kann man halt einmal die Stunde, einmal am Tag, wie oft ihr das möchtet, machen. Und die Sicherungsaufbewahrung, da benutze ich immer die intelligente Sicherungsaufbewahrung. Das ist jetzt quasi die Versionierung, sodass ich auch immer wieder zurück kann. Also der letzten 7 Tage, dann der letzten 4 Wochen und einer der letzten 12 Monate erhalten. Das ist dann ein moderater Speicherplatzverbrauch. Wenn ich mal eine Datei lösche, habe ich gute Chancen, die dann wieder zu finden in meiner Sicherung. Dann gehe ich hier auf Speichern und bestätige nochmal, dass ich die beschissene Passphrase verwende. Und jetzt würde ich einfach mal auf Sichern drücken und dann gucken wir mal, was in der Cloud ankommt. So, die Sicherung war jetzt erfolgreich. Ich habe im Downloads-Ordner ehrlich gesagt nichts liegen, deshalb, das sind nur solche temporären Dateien, glaube ich, die da rumfliegen. Ist aber auch egal, denn die hat er gesichert, ist mit AES-Krypt verschlüsselt. Das kann man auch entschlüsseln, wenn Duplikate irgendwie eingestellt wird oder so. Diese AES-Dateien kann man auch so wieder entschlüsseln, man braucht halt nur das Passwort dazu. Das sollte man sich entweder merken oder in seinem Passwortmanager halt sicher speichern. Der Vorteil ist halt, ich kann halt jeden Cloud-Anbieter jetzt verwenden und muss dem nicht vertrauen, weil ich kann dem einfach die verschlüsselten Dateien hinschieben, habe eine versionierte Sicherung und habe ein örtlich getrenntes Backup und das geht wie gesagt mit Backblaze oder HubiC für 5 Euro im Monat sogar ziemlich günstig.